Balloon Fight auf dem NES war einer dieser arcade-artigen ersten Spiele, die für das System erschienen sind. Es war simpel, hatte aber ein interessantes Spielprinzip, das für eine Weile Spaß gemacht hat. Als der Game Boy erschien, sollte es natürlich auch einen Nachfolger geben. Konnte der Entwickler die einfache Formel erfolgreich erweitern? Was taugt Balloon Kid für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Peck Softonica entwickelt und von Nintendo selbst 1991 veröffentlicht. Nordamerika bekam es ein Jahr früher und Japan seltsamerweise gar nicht. 2012 erschien es dann auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Balloon Kid hat im Prinzip ein ganz einfaches Spielprinzip. Die Level scrollen grundsätzlich selbstständig von rechts nach links und euer Ziel ist es, zum Ende dieser zu gelangen. Klingt jetzt nicht so wild, aber es stellen sich euch natürlich auch diverse Gefahren in den Weg. Kämpfen könnt ihr nicht großartig, aber dafür gibt es zwei Wege, sich durch die Level zu navigieren. Die erste Möglichkeit steht natürlich schon im Namen des Spieles: Ballons. Ihr könnt euch jederzeit an maximal zwei Ballons hängen und schwebt so durch die Gegend. Die Steuerung ist in diesem Modus natürlich etwas schwerfällig und nicht so direkt, aber dafür könnt ihr auf- und absteigen und das beliebig. Bietet sich natürlich super an, um durch die Hindernisse zu navigieren, vor allem weil meist ein Abgrund oder Wasser am unteren Bildschirmrand auf euch lauert. Landet ihr dort, verliert ihr dann auch sofort ein Leben. Wenn euch ein Gegner oder zum Beispiel Stacheln erwischen, verliert ihr dann erst einmal einen Ballon. Das ist dann quasi eure Lebensenergie. Mit einem Ballon habt ihr jedoch nicht so viel Auftrieb und es wird noch schwieriger zu steuern. Also solltet ihr zügig daran arbeiten, wieder euren zweiten zu bekommen. Dazu müsst ihr einfach auf einer Oberfläche landen und wiederholt das Steuerkreuz nach unten drücken. So pumpt der Protagonist dann den Ballon auf. Klappt natürlich auch, wenn ihr beide verloren habt. Die andere Möglichkeit, durch das Level zu fliegen, ist es, ohne die Ballons zu versuchen. Das klappt zwar nicht dauerhaft, weil manche Abgründe einfach zu weit sind, aber ist immer mal wieder vonnöten, um an extra Leben in kleinen Nischen zu kommen und so weiter. In diesem Modus ist die Steuerung natürlich auch viel direkter. Die Ballons könnt ihr jederzeit mit dem Druck auf die A-Taste loslassen. Die Level sind dabei alle sehr schön gestaltet und bieten euch ungewohnte Umgebungen. Im Inneren eines Wales? Wieso nicht? Hier und da gibt es sogar Bonusabschnitte, in denen ihr Ballons einsammeln könnt. Die sind auch überall in den Leveln verteilt und im Prinzip vergleichbar mit den Münzen in den Super Mario Spielen. Als einen kleinen weiteren Schmankerl bietet euch das Spiel auch zwei weitere Spielmodi. Einmal einen Zwei-Spieler-Versus-Modus und den Balloon-Trip-Modus. Letzteren kann man als eine Art Arcade-Modus des normalen Einzelspielerabschnittes bezeichnen. Mit euren Ballons schiebt ihr dann durch selbstscrollende Level und müsst Elektro-Sternchen ausweichen. Wenn ihr die berührt, habt ihr automatisch verloren und je weiter ihr kommt, desto besser natürlich. Es ist eine nette Ergänzung, aber natürlich keine Vollzeitbeschäftigung. Es ist ein Frühspiel und daher ist die Technik natürlich eher simpel geraten. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie Mist ist. Die Art der Grafik hat einen sehr schönen Charme und ist daher zeitlos geraten. Die Soundeffekte sind hingegen okay, aber ist jetzt nicht das, was man auch außerhalb des Spieles hören wollen würde. Was taugt Balloon Kid für den Game Boy heute noch? Das Spiel ist durchaus solide. Es ist jetzt kein, Achtung, Wortwitz, Überflieger, aber für eine kleine Runde zwischendurch ganz gut. Man kommt gut rein in den Flow und kann eine kleine Pause damit durchaus gut verbringen. Für mehr ist das Spielprinzip allerdings zu simpel geraten. Das war der Test zu Balloon Kid für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.